Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's ran, dass wir uns mal wieder ein neues Auto bauen, und zwar diesen schicken Sportfitzer. Und wie man sich den natürlich in Minecraft wieder ganz einfach bauen kann, zeige ich dir. Bei unserem Sportfitzer beginnen wir wie immer erstmal mit den Lampen. So, da gehen wir einmal in einen Webstuhl rein und da habe ich mir jetzt einmal ein weißes Banner besorgt und schwarze Farbe. Zweimal, mehr brauchen wir nicht. Wir machen erstmal einen Rahmen und dann können wir auch gleich einmal ein Pluszeichen nehmen und fertig sind unsere Autoscheinwerfer. So, die platzieren wir gleich einmal in den Boden hinein. Da lassen wir einfach einen Abstand von 1 und ich würde mir diesmal meine Autoscheinwerfer so etwas schräg platzieren. Ah, vielleicht nicht zu doll, sondern so leicht in die Schräge. Das reicht ja schon völlig aus. Hier müssen wir uns natürlich noch ein paar weitere Blöcke holen. Legen wir erstmal los mit den Rädern. Da nehme ich einfach mal schwarzen Beton. Dann holen wir uns noch glatte Quarztreppen raus. Davon nochmal die Stufen. Für unseren Motorblock nehme ich einfach mal einen Schmelzofen. Den finde ich immer ganz passend dafür. Dann holen wir uns noch einen Trichter raus, einen Schneeblock und auch noch ein paar Schneeplatten. Wie eine Eisenfahrtür begleiten uns. Und schwarzes Glas für unsere Fensterfarbe. Wir legen erstmal vorne los bei unseren Scheinwerfern. Da setzt ihr dann ganz einfach erstmal Treppen rauf. In der Mitte kommt dann einmal unser Motor. Dahinter können wir schon gleich einmal Räder platzieren. Dahinter setzen wir gleich einmal eine Schneeblockreihe und die Mitte hier könnt ihr auch gerne mit Schneeblöcken einmal ausfüllen. So, hier jetzt setzen wir an der Seite nochmal um die Treppen einmal hin. Gefolgt dahinter wieder mit einem Schneeblock. Schon kommt wieder ein neues Rad, was wir hier uns einmal platzieren. Und auf der Rückseite könnt ihr gerne umgedrehte Treppen platzieren. Und da würde ich einfach mal sagen, dass ich mir hier hinten in der Mitte so einen Trichter hinsetze. Aber der Trichter soll so sein, dass der den Auspuff nach hinten hat. Also dieser kleine Knubbel, dass der nach hinten zeigt. Dann setzen wir auf der Rückseite komplett einmal Quarzstufen uns hin. Können denn, würde ich sagen, hier hinter einmal einen Glasblock setzen. An der Seite wieder unsere Schneeblöcke. Dann setzen wir vor unserer oberen Schicht hier nochmal eine Eisenfalltürreihe hin. Und dann wollen wir nochmal unsere Schneeplatten verwenden. Und zwar setze ich mir eine vorne auf meinen Ofen hin. Hier hinter nochmal auf unseren Rädern eins. Also so, dass wir erstmal hier so ein Pluszeichen haben. Und da würde ich noch sagen, dass wir dann hier hinten so dieses hintere Pluszeichen so ein bisschen erhöhen, so um 2 und vorne halt nur so eine Platte. Um das Auto dann weiterzubauen, holen wir uns jetzt ein bisschen weißen Teppich raus. Eine Schwarz-Eichenholztreppe, Schleifstein. Ein Barriereblock, also halt einen unsichtbaren Block, den brauchen wir einfach mal fürs Auto. Dann holen wir uns noch einen Hebel raus, einen Witterskelettschädel, rote Glasscheiben, Gegenstandsrahmen, wie dunkle Eichenholzschilder, aber da kann man auch gerne andere Farben nehmen, wenn man möchte. Verbauen wir erstmal die leichten Sachen, und zwar das Schild. Das ist dafür eigentlich gedacht, dass wir hinten so einen kleinen Spoiler haben. Wir können auch gerne noch ein paar Rückleuchten anbringen, Gegenstandsrahmen und rote Glasscheiben nehmen. So, dann gehen wir einmal auf die Vorderseite. Hier wollte ich mir einfach nochmal Teppich platzieren. So, einmal über unseren Scheinwerfern, dann sind die hiermit auch fertig. Und ihr könnt den Teppich natürlich auch nochmal ganz oben auf unser Autodach platzieren. Dann haben wir das damit abgeschlossen. Na gut, wir wollen natürlich im Auto auch sitzen können. Von daher setze ich mir hier einen kleinen Autositz rein und als Lenkrad nehme ich einfach einen Schleifstein. Jetzt wollen wir natürlich noch unsere Hebel- und Weberskelettschädel verbauen. Und zwar habe ich mir gedacht, natürlich hat das Auto an der Seite auch Seitenspiegel. So, da müssen wir erstmal den Weberskelettkopf hier einmal hinsetzen. Darunter setzen wir gleich nochmal einen Hebel als Befestigung. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann wollen wir nochmal zwei Hebel uns platzieren, die, sage ich mal, so ein bisschen das Autodach abstützen. Einfach zwei Hebel ganz normal hier hinsetzen. Und dann müsst ihr mal kurz den Barriereblock nehmen. Und den setzen wir jetzt hier einmal über unsere Eisenfalltür. Muss ich nur treffen können. So, einmal hier hin und dahin. Und dann setzen wir darunter einfach einen Hebel hin und verbinden den so, dass der natürlich... Jetzt passt das nicht so ganz hier mit meiner Falltür. Muss ich die nochmal im Nachhinein setzen. So, dass ich dann, sage ich mal, hier... Nehmen wir die nochmal weg. So, dass der Hebel sich dann hier miteinander verbindet. Wenn natürlich eure Eisenfalltür dabei aufgeht, einfach nochmal die neue hinsetzen. Denn... ist auch zu. Bevor wir dieses tolle Auto abschließen können, wollen wir natürlich noch an den Rädern ein paar Felgen platzieren. Einfach dafür Knöpfe nehmen. Ich finde die Farbe jetzt, sage ich mal, vom Birkenschalter gar nicht mal so schlecht und setze mir die nochmal ringsrum. Und voilà, schon steht unser Rennflitzer bereit zur Abfahrt. Den könnt ihr euch natürlich noch in eure Auffahrt stellen. Vielleicht bastelt ihr euch auch noch eine fette Villa dazu, denn ich finde so einen Sportwagen, der sollte schon vor so einer Villa stehen. Schick. Wir sind mal wieder am Ende des Videos angelangt. Ein weiterer Sportfitzer steht jetzt hier auf unseren Straßen. Du findest wie immer noch oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonniere den Kanal, dann verpasst du in Zukunft gar nichts mehr. Ich bedanke mich bis hierhin erstmal wieder fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.